So, ich habe jetzt schon mal eine Verbindung hergestellt. Ja. Ich habe genau an der Stelle, wo der hier die Lautsprecherkabel abgehen, einfach komplett abgeschnitten. Und das kann man machen, weil alle unterschiedliche Farben haben. Bis auf zwei, aber da habe ich schon gepostet, wie man das Ganze löst. So, ich habe angefangen mit den dicken Kabeln, schlichtweg damit ich die weg habe, weil ich habe halt dicke Kabel, weniger dicke und dünne Kabel. Genau. Und jetzt werde ich euch das nächste Mal zeigen, wie man den zweiten macht. Das ist eigentlich alles selbsterklärend. Also ich werde jetzt den braunen dicken verbinden. Erstmal habe ich es abisoliert. Dazu habe ich die 4,0 mm Quadratmillimeter das Endisolierungstool genutzt. Genau. Dann schnappt man sich einfach diese Hülse. Unter leichtem Drehen, jup, macht man die drauf, das ist schon passiert. Dann nimmt man seine Presszange oder was auch immer man nimmt. Also das ist bestimmt auch nicht das perfekte Werkzeug, was ich hier habe, aber es geht ganz gut. So. Und dann drückt man. Zack, und dann war es das schon. Genau. Ist fest. So, dann nehme ich das Gegenstück. Das haben die hier schon schön vorgeschnitten, dass man einfach nur runterziehen muss und hat die perfekte Länge. Und das ist super feiner Draht. Also das ist echt, echt geil. Das wird nie wieder brechen, bin ich mir ganz sicher. So, und das tut man unter leichtem Drehen einfügen. Genau, wenn es drin ist, dann quetscht man sich das Ganze wieder. So. Genau, dann habe ich eine feste Verbindung. Und dann, was mir am allerbesten gefällt, das ist diese Art Schrumpfschlauch. Also ich glaube, da muss man mal näher ran. Ich hoffe mal, dass es scharf wird. Ist das scharf einigermaßen? So, naja, wird schon scharf genug sein. Genau, weil wenn man da mal zuguckt. Und so wie das aussieht, ist es nicht nur wasserdicht, das ist ganz einfach auch ein total geiler Knickschutz. Also das ist echt, das ist richtig steif. Also an der Stelle hier, das Kabel, das wird wirklich, dem wird nichts mehr passieren. Jo, gut, und wenn man das soweit hat, dann passiert halt der übliche Rest. Man fädelt es durch. Durch hat, dann nimmt man dieses Werkzeug hier und für die dicken Kabel, da ist eine Seite länger als die andere und die längere Seite, die muss an die abgewandte, pin-abgewandte Seite, die kurze Seite muss an die pin-zugewandten Seite hin. Genau, und wenn man das weiß, dann schnappt man sich dann hier das braune Kabel, das ich rausmachen muss. Dann gucke ich rein. Das ist dann der zweite von oben, der da. Das kurze ist die pin-zugewandte Seite, das heißt, das Ganze muss ich so rum reinhalten. So, dann fädeln wir das hier rein. So. Und jetzt drücke ich das Kabel zuerst rein. Einfach damit das wirklich entriegelt ist von dem Gehäuse. Dann drücke ich mein Entriegelungswerkzeug rein. Und das merkt man richtig, wie es plötzlich reinrutscht, und danach kann ich den einfach rausziehen. So, und merke ich mir gleich, Bauch ist unten, nehme ich mein gerade reingeschobenes Kabel. So, die Regelungswerkzeug raus. Jetzt guckt er so ein bisschen, und statt zu schieben, nehme ich lieber eine Zange, schnapp mir den Pin und dann macht's. Zack. Und das ist eigentlich schon alles, wie man das macht. Das macht man jetzt Pin für Pin für Pin. Genau. Also gestern Nacht habe ich so ein Ding gemacht und 2 Stunden habe ich gebraucht. Also andere können das vielleicht schneller. Also es hält sich in Grenzen.